Ja, hallo zusammen. Wir berichten jetzt hier gerade vom Pre-Opening des Fab Labs und wir wollen euch ganz kurz zeigen, was wir heute hier sehen können. Wir haben inzwischen zwei große Räume aus diesem Gebäude so weit instand gesetzt, dass hier richtig was los ist und wir sind total überwältigt von dem großen Andrang, der hier heute stattfindet. Wir gehen einfach mal durch und wir zeigen euch ganz kurz eben, was hier heute zu sehen sein wird. So, diese Räumlichkeiten werden später mal die Metallwerkstatt beinhalten. Und hier sieht man jetzt die ganzen Bastelangebote, die wir hier heute aufgeführt haben. Also das ist zum Teil im Bereich der Robotik, zum Teil im Bereich der Elektronik, also des Lötens von kleinen Schaltungen. Und natürlich ein großer Teil, der auch hier bei den Besuchern unglaublich gut ankommt, ist alles, was sich im Bereich 3D-Druck hier abspielt. Und da können wir gleich mal einen kurzen Schwenk drüber machen. Im Bereich hier der Haussteuerung gibt es eine Demonstrationsanlage, die zeigt, wie man mit einfachen Komponenten aus dem Elektronikbereich und entsprechender Softwareprogrammierung sein Heim automatisieren kann. Direkt nebenan ein selbstgebauter 3D-Drucker, ein Gerät, das im Rahmen eines Workshops entstanden ist. Und was besonders beeindruckend ist, das sind alles ganz einfache Komponenten aus dem Baumarkt. Darüber hinaus sieht man hier so ein bisschen an einigen Projekten, wie zum Beispiel diesem Gebäude, wie vielfältig diese 3D-Drucktechnik ist. Das hier zum Beispiel ist hergestellt aus einem Pulver, das sich mittels farbigem Kleber zu solchen Objekten formen lässt. Ganz am Ende hier die Snapmaker, Multifunktionsmaschinen, die sowohl als 3D-Drucker als auch als kleine CNC-Fräsen und Lasergravierer eingesetzt werden können. Darüber hinaus weitere Geräte, etwa der Prusa, ein 3D-Drucker, der von Mitgliedern des Fab Labs gerade in Eigenarbeit zusammengesetzt wird. Die Pläne stammen aus dem Internet und werden auf einer CNC-Fräse bearbeitet und dann zu diesem Gerät zusammengesetzt. Viele unserer Mitglieder haben seit Jahren Erfahrung mit dem 3D-Druck und dies hier ist ein Beispiel dafür. Eines unserer Mitglieder hat damit schon seit Jahren immer wieder Leute mit kleinen 3D-gedruckten Objekten beglückt, unter anderem vor kurzem unseren Oberbürgermeister, der inzwischen auch in kleiner Form existiert. Hier die passende Software. Projekte, die am Rechner entstehen, können auf diese Weise in 3D-Objekte umgewandelt werden. Wem das noch ein bisschen zu kompliziert ist und noch ein paar Anregungen braucht, was man vielleicht auch zu Hause machen kann, ohne Digitaltechnik, der ist ja auch richtig. Denn drüben am Bastelstand in der Mitte entstehen Bürstenflitzer. Sehr witzige Objekte, die man durch Aktivieren auf dem Schreibtisch oder auf dem Fußboden rumfahren lassen kann. Löten muss gelernt sein, auch das kann man hier lernen. Das ist sozusagen der erste Teil, der im Prinzip die späteren Elektroniker hier erlernen können. Und natürlich gibt es sozusagen das Ganze auch nochmal in professionell, verschiedene Roboterbausätze, die Makerbots beispielsweise, sehr komplexe Maschinen, die über Arduino-Computer programmiert werden können. Ja, das war der Rundgang durch das Electronic Lab. Jetzt gehen wir noch einmal kurz rüber in die spätere Holzwerkstatt. Ja, wir sind jetzt hier in der späteren Holzwerkstatt. Ein tolles Holzprojekt sehen wir direkt hier am Anfang.
Ein Fahrradrahmen aus Holz. Dieses aus Mehrschichtmaterial zusammengesetzte Fahrradrahmenprofil besticht vor allen Dingen dadurch, dass es unglaublich exakt gefräst wurde, wo man wirklich auch Spaß hat, also sich solche wunderbaren Handwerksarbeiten anschauen zu können. Die Hochschule Hamm-Lippstadt ist mit dem Stand vertreten und zeigt uns, wie das FabLab in Zukunft aussehen wird. Dazu gibt es hier eine Datenbrille, mittels derer man das zukünftige FabLab schon mal virtuell erleben kann. Später ist es geplant, nicht nur diese Räumlichkeiten, die wir heute hier sehen, sondern auch die gesamte Etage zum Lab auszubauen. Ein echter Knaller beim Publikum sind immer wieder die tollen Wortuhren, die von einem unserer Mitglieder gefertigt werden. Eine tolle Arbeit, die aus verschiedensten Schritten besteht. Insbesondere CNC-gesteuerte Fräsen spielen hier bei der Fertigung dieses Objekts eine große Rolle. Hier sehen wir jetzt so eine Maschine. Das ist eine solche CNC-Fräse, die zwar heute nicht mit Fräskopf, sondern mit Stift daherkommt, aber die genau solche Dinge dann in extremer Präzision fertigen kann. Übrigens die Maschine komplett selbst gebaut im Rahmen eines Workshops, und diese Workshops werden hier in Kürze auch stattfinden. FabLab bedeutet aber nicht nur Elektronik oder sagen wir mal Dinge mit Strom, sondern auch manuelles Arbeiten ist hier gefragt, und hier haben wir auf der Seite sozusagen die FabLab-Küche. Hier werden verschiedene japanische Batik-Verfahren ausprobiert. Eine schöne Arbeit deswegen, weil sie eigentlich so eine Mischung darstellt zwischen dem, was über die CNC, über die digitale Fertigung vorprogrammiert wurde, und dann ganz einfache Verwendung findet hier für einen absolut handwerklichen Fertigungsvorgang. Ja, und an diesem Stand gibt es verschiedene Basteleien, die sozusagen hier einfach zum Mitmachen anregen sollen. Knüpfen von kleinen Schlüsselbändern, aber eben auch Tonarbeiten und Buchbinderarbeiten. Ja, zum Schluss vielleicht noch für den süßen Zahn. Hier haben wir aus Gelatine hergestellt kleines FabLab-Logo Weingummi. Das ist übrigens auch wieder so ein Projekt, das hier von der PTA-Lehranstalt durchgeführt. Eine tolle Mischung ist aus digitaler Fertigung und sozusagen analogem Genuss. Hier sieht man so eine Vorlage. Das ist mit einer CNC-Fräse gemacht. Und aufgrund dieses Musters konnte man dann entsprechende Silikonformen herstellen, die jetzt hier mit dieser Weingummimasse ausgegossen wurden. Ein schönes Projekt, weil das im Prinzip auch zeigt, wie verwoben eigentlich analoge und digitale Fertigung heute sein können. Und das ist eigentlich auch im Wesentlichen die Message, die wir heute hier so ein bisschen in die Community senden wollen. FabLab sind eben nicht nur sozusagen Orte des digitalen Arbeiten, sondern eben auch der analogen Technologien. Und das zusammenzubringen, ist unser aller Ansatz. Und wir freuen uns, dass heute so viele Leute gekommen sind, die scheinbar genau das gesucht haben.